herzlich willkommen zu den Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. La 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 la. So, da das diese Woche auch wieder nicht so richtig geklappt hat mit unseren Verabredungen zum Treffen, habe ich gedacht, ich mache mit dem Lichère Legende zumindest mal eine kleine Comic-Besprechung. Ah, es hat gar nicht geklappt, dass wir uns treffen. Naja, dann machen wir einfach nur eine kleine Comic-Besprechung. Gute Idee. Also wir zwei haben uns jetzt doch getroffen die Woche, aber... Ach so, nur das Verabreden hat nicht geklappt, aber das Treffen hat geklappt. Mit dem ganzen Rest, der da eigentlich groß geschrien hat, nee, es hat sich einfach nicht mehr ergeben irgendwie. Ne? In der heutigen Zeit mit Terminen ist nicht immer so leicht ja, alles in deinem muss selbst dafür muss man irgendwie noch einen Doodle machen oder so. Jedenfalls dachte man, wir sprechen mal, damit wir ein bisschen Comic-Content noch haben, mal so über einen kleinen Comic, den du gelesen hast. Oder klein, weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe ganz viele Comics gelesen und kleine waren da auch dabei, aber der ist jetzt... So ein großer Hardcover, so circa Splittergröße, ist aber nicht von Splitter Verlag gewesen. Sondern von Schreiber und Leser, glaube ich, ne? Ich glaube auch, ja. Müsste so gewesen sein. Also vom Genre her, vom Erzählerischen her, von wie es aussieht, wie es aufgemacht ist, sieht es sehr nach Schreiber und Leser aus, wobei ich da jetzt gar nicht drauf geachtet habe. Ich kann ja noch mal gucken, ich glaube, du hast es sogar dazu geschrieben. Aber du könntest natürlich auch erstmal sagen, von welchen Comic... Ja, Schreiber und Leser war richtig. Gut. Von um welchen Comic wir uns überhaupt jetzt unterhalten oder du etwas berichten willst. Einer von den Comics, die ich gelesen habe, war Paris 2119. Ich bin gar nicht selbst drauf gestoßen. Hat mir jemand einfach empfohlen und da habe ich gedacht, wenn ich all die Sachen lese, die ich mir selbst empfehle, muss ich auch zwischendurch mal einen Comic lesen, den mir andere empfehlen. Der ist vom Sepp geschrieben und der hat sich einen schönen passenden Zeichner dazu ausgesucht. Das sitzt genau. Ein gewisser Bertel oder oh, Bertel wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Also den Namen. Und Sepp übrigens, der französische Sepp, also mit Z vorne, ja. Nicht unser ehemaliger Sepp. Genau, der Sepp. Der auch mal bei uns im Comicladen zum Signieren war. Ganz lieber, netter Mensch und der ist ganz lieb und nett und macht auch ganz liebe, nette Comics, wofür er in Frankreich berühmt ist. Hierzulande kennt man ihn kaum, man kann ihm gar nicht zutrauen, dass er sehr, 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 sehr gut davon leben kann, weil er Comics macht. Mhm. Und der hat, nachdem er für die eine Serie allein berühmt und bekannt und reich geworden ist, auch noch andere Comics gemacht und macht bis heute immer noch mal so einzeln andere Dinge. Und da ist jetzt das einer davon gewesen. Aus einem ganz anderen Genre. Zeichnerisch sieht es auch typisch wie Schreiber und Leser aus. Erzählerisch ist es sowas wie ein Science Fiction, der von der Atmosphäre in manchen Punkten, also es ähnelt nicht kompletto und es erinnert nur ein bisschen dran, zum Beispiel an Blade Runner und ähnliches. Mhm. Und das Stichwort hat mir derjenige, der mir die Leseempfehlung gegeben hat, gar nicht genannt. Aber ich selbst hatte die letzten Tage irgendwie Blade Runner im Kopf, kam aber nie zum nochmal gucken nach 20 Jahren. Wollte ihn aber immer mal wieder gucken. Und jetzt habe ich sogar erst den Comic gelesen und habe dann gedacht, ach, jetzt muss ich aber wirklich nochmal den Blade Runner Film gucken. Und in dem Comic kommen bestimmt auch so ein paar, wie nennt man das denn, nicht Bildzitate im Sinne von, ich erkenne die Szene wieder, sondern... Bildzitate im Sinne von, ich erkenne die Atmosphäre wieder. Also eher so der Moment als die Szene. Ich weiß nicht, ob man das differenziert. Keine Ahnung. Ja, in dem Comic, andere sagen immer, Spoiler, 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 Angst, Angst, Angst. Manche Zuhörer wollen ja gar keine Spoiler aufgeknallt haben, deswegen weiß ich nie genau, bis wohin ich sprechen soll, weil die coolsten Sachen und die besten Essenzen und Ergebnisse und meine Empfehlungen für einen Lebenswandel, die basieren eigentlich darauf, dass man das ganze Ding gelesen haben sollte. Das heißt, darüber erzähle ich jetzt mal nichts, das bleibt euch erspart, was meine Weisheiten sind. Aber es gibt da einen Hauptcharakter, den Namen habe ich jetzt so spät abends, wie wir uns hier jetzt austauschen, nicht parat, aber ist wurscht, wie der heißt. Namen sind eh nur Schall und Rauch. Genau, Namen sind Schall und Rauch. Ich habe sogar vergessen, wofür der jetzt eigentlich arbeitet, aber der hat so seinen Lebensalltag, so ein bisschen in der Zukunft, so ähnlich wie bei Blade Runner man auch so seinen Lebensalltag hat, nur sieht es da nicht so schmutzig aus in dieser Welt, vielleicht weil sie in Paris sind. Hat eine Freundin, die geht auch einem Beruf nach und das ist mal an diesem Ort und mal an jenem Ort und die benutzt so eine Teleportierkabine. Mhm. Die ist von irgendeiner Firma, die das als einzige weltweit als Monopol hat und jeder benutzt es heutzutage in dieser Zukunft. Und dann
ist er auch irgendwo abends mal unterwegs, weil er selbst möchte diese Teleportiermaschinen nicht benutzen. Sieht optisch so ein bisschen aus wie ein Schepper-Fahrstuhl. Und er macht das noch oldschool. Das machen nur, ich sag mal, die unterste Schicht, die Obdachlosen und Touristen, die sowas cool finden als Abenteuerreise. Der nutzt noch so U-Bahn und Straßenbahn und sowas. Und damit fährt er halt von A nach B und ist irgendwann abends unterwegs und sieht dann auf einmal irgend so eine Dame, die so sehr, also es wirkt auf uns Leser erstmal so ein bisschen wie betrunken oder bekifft oder irgendwas, kriegt es aber nicht mehr ganz hin. Der gibt ja nur einen kleinen Stups, viel mehr helfen tut er gar nicht, aber das bleibt ihm in Erinnerung, uns Leser in E auch. Und am nächsten Tag sehen wir dann halt, das ist die neue Chefin von ihm oder am übernächsten Tag, also auf den nächsten Seiten. Und er versucht dann so ein bisschen, und geht es ihm wieder besser? Und wir sehen gar nicht als Leser, ob sie sich jetzt wundert, was die Frage soll oder nicht, weil die Dame kommt eh ein bisschen komisch rüber. Sorry, nee. Und ist schon merkwürdig, aber... Hatte ich die junge Dame jetzt rausgebracht? Eigentlich kam sie nur genau in dem Moment, wo es schwierig wird, weiter zu erzählen. Also. Aber ich nehme das einfach so als Anlass zu behaupten, sie hat mich mit sie rausgebracht. Dann sieht er noch was und dann hat er so ein bisschen Angst um seine Freundin, weil die ja diese Teleportier-Fahrstuhl-ähnlichen Dinger öfters benutzt oder jeder das Gewissen, also gedankenlos benutzt. Und dann kommt er da halt etwas auf die Spur und dann wird er auf einmal von der Überpolizei auch verfolgt und ihm wird das empfohlen von der Polizei, dass es lieber belässt. Und das lässt ihn natürlich keine Ruhe und dann geht es Abenteuer los. Das ist richtig schön spannender. Krimi ist es nicht, was ist es? Ich nenne es einfach mal Science Fiction, damit ich nicht... Sowas wie ein Thriller, ein bisschen, also es geht ja... Thriller! Es geht ja gar nicht darum, dass irgendjemand umbringt, sondern es geht eher um ja, vielleicht sowas wie diese Firma, die dahinter steckt, hat die Dreck am Stecken, wie jede große Firma irgendeinen Dreck am Stecken hat und das ein bisschen in der Zukunft, so wie wir es von anderen Filmen oder Büchern kennen, so ähnlich ist es auch grob gestrickt mit einer eigenen Story. Durchaus ein bisschen gesellschaftskritisch auch dabei. Auf jeden Fall, genau. Ja. Kam richtig gut rüber, ist in einem Band abgeschlossen und zum Schluss hat man auch richtig ein gutes Gefühl, dass man jetzt zum Beispiel das Geld richtig investiert hat. Hat Spaß gemacht, hat gepasst. Es bleibt außer die Gedankenspiele auch nichts offen. Ja. Ich glaube, da kommt auch kein zweiter Teil. Farblich, zeichnerisch, alles schön, wie man es von Schreiber und Leser braucht, erwartet, dazu auch zur Story passt. Ich finde es richtig rundum gut. Habe auch so ein paar Szenen, die einfach wunderbar gezeichnet sind, die einfach, wenn man so eine ganze Seite als Komposition anschaut, hat Spaß gemacht. Ja, gut. Also dann kann man nochmal sagen, von Schreiber und Leser das Ganze heißt Paris 2119 und kostet 19,80 €. Genau. Ist ein schöner Hardcover-Band, der mit einem matten Einband herkommt. Ist ja heutzutage auch ganz schön. Ja. Passt auch zu der Innen-Drin-Kolorierung, zum Eindruck farblich. Ja, mit der Kolorierung spielen sie auch so ein bisschen, sehe ich gerade in deiner Auszugsseite. Es gibt so cleane Szenen, also da ist alles hygienisch sauber und rein, futuristisch. Mhm. Dann gibt es aber auch noch, zum Beispiel wenn du die U-Bahn fährst, die ist nicht klinisch sauber, weil die nicht für dieses Klientel gedacht ist, sondern für die denen es wurscht ist oder die es selbst schmutzig machen oder nicht anders können. Und da sieht man auch schön den Kontrast, in welcher Gesellschaftsschicht er sich gerade bewegt. Hast du das gesehen? Deswegen hatte ich es geschickt, genau. Deswegen hast du es geschickt. Auf der Seite, die du geschickt hast, sind ein paar Anspielungen drauf. Man sieht zum einen ein kleines Schild, da ist ein Pac-Man abgebildet, dann sieht man, man Retour, also das ist natürlich zurück in die Zukunft in dem Fall. Auf Französisch eben, genau. Ja, auf Französisch, ich kann es jetzt gerade nicht richtig erkennen hier. Und dann sieht man noch unten im Hintergrund ein Atari-Logo. Also auch so schon so aus den 80ern irgendwie so ein paar Überbleibsel, ne? Genau, der läuft gerade nächtlich durch so eine Straße, wo am Rand so ein kleiner Nostalgieladen für Elektronik der 80er oder ähnliches drin zu haben ist. Naja, cool. Ja, also Empfehlung von dir. Es sieht sehr interessant aus. Werde ich, glaube ich, auch mal reinlesen. Vielleicht leisten wir auch mal von dir irgendwann. Also wenn wir uns zwei gerne gegenseitig wiedererkennen, das müsste dir auch gefallen, weil wir beide niedliche, nette
manchmal klare Linien mögen. Mhm. Dieser Bereich ist es nicht, aber ich glaube trotzdem, dass es dir gefallen wird, weil es ja noch mehr Bereiche gibt, die einfach richtig gut sind. Der ist jetzt für Erwachsene, der Comic. Ja, gerade so allein, wenn man dann schon ein bisschen was wiederentdecken kann, dann ist das doch schon mal ganz, ganz witzig. Was hast du denn? Gibt es noch eine Kleinigkeit, die du empfehlen kannst? Oder gibt es was, was du auf dem Lesestapel ganz oben noch liegen hast, was du als nächstes lesen willst? Als nächstes lesen möchte ich jetzt eigentlich mal wieder, also ich habe jetzt die letzten 2-3 Wochen so viel Comics gelesen, die jetzt von deutschen Verlagen sind, wie ich schon lange nicht mehr am Stück gelesen habe. Sonst lese ich ja täglich so circa 2 US-Hefte. Und dann, wenn ich mehr Zeit ist, dann habe ich nur US-Hefte gelesen. Mhm. Und jetzt habe ich mal wirklich jede Menge an schönen deutschen Alben abgearbeitet und bin jetzt gerade dabei, circa bei der Hälfte von dem Berlin-Komplettband. Ah, ja. Den hatte ich ja bisher außer ein paar US-Einzelheften so quer gelesen, noch gar nicht konsumiert. Und jetzt das dicke Ding hat mich immer ein bisschen interessiert, ob das wirklich so gut ist, wie die immer alle behaupten. Also die Kunden früher, die US-Heftserie gesammelt haben, die fanden ja cool, dass jemand, der auf dem amerikanischen Markt veröffentlicht, sich Berlin in den 30er Jahren ausgesucht hat. Mhm. Bis zur Hälfte gelesen ist ja schon mehr als ein erster Eindruck. Das Ding hat, was weiß ich, 500 und mehr Seiten und über 250 habe ich jetzt schon gelesen. Es kommt mir so vor, wenn ich jetzt demnächst weiterlesen möchte, freue ich mich schon drauf, wie die nächste Folge von einer TV-Serie, die zum Beispiel in den 50ern in Amerika spielt das jetzt in den 30ern in Berlin. Und zuletzt hatte ich als TV-Serie auch Marvelous Mrs. Maisel geguckt. Das hat auch immer Spaß gemacht, die nächste Folge zu gucken, um in diese Welt zu einer anderen Zeit, in einem anderen Kontinent zurück zu versetzen. Also ich mich dabei. Und so ähnlich kommt es mir jetzt bei Berlin auch vor. Wenn ich da das nächste Kapitel lese, freue ich mich auch schon drauf. Das Ding ist dick, ist eine Gesamtausgabe, kostet bestimmt ein bisschen mehr. Der Band eben Paris 21/19 kostet auch ca. 20 Euro. Mhm. Manche Kunden oder manche Leser sagen vielleicht, ja, gibt es nicht auch irgendwas Preiswerteres? Es gibt in Comicläden auch immer kostenlose Sachen. Und da gibt es zum Beispiel auch Moga Mobo. Und das aktuelle Moga Mobo hat zum Oberthema Fleisch. Und das ist so ein bisschen als interessante Kurzgeschichten, leerwerte Kurzgeschichten, Kurzgeschichten mit Details, wo man hinterher am Lesen sagt, ach so, aha. Alles rund ums Thema Fleisch, aus der Perspektive von Fleisch, das wir essen, aus der Sicht von Fleischeslust und was war das dritte? Glauben verknüpft mit Fleisch. Von vorne bis hin gelesen, von vorne bis hin interessant, fand ich eines der besseren Mogamobos. Das liegt immer, solange der Vorrat reicht, solange die Läden frisch reingekommen haben, kostenlos aus, auch mal mitnehmen, auch auf jeden Fall mal reinlesen. War aus meiner Sicht überdurchschnittlich gut für den Moga Mobo, hat mir Spaß gemacht und man kriegt auch so ein bisschen was mit. Wie wenn man die Quarks-Beiträge bei Instagram guckt, immer mal so ein kurzer Beitrag zu dem interessanten Thema, ein paar Facts. So ähnlich ist das da auch, nur halt als Comic aufgemacht, viel angenehmer zu lesen, hat auch Spaß gemacht. Sehr gut. Ja, und zurzeit bin ich auch wieder in einem Alltagstrott zurückgekehrt, dass ich wieder US-Hefte lese. Das ist das, was ich als nächstes auch vorhabe. Da habe ich nämlich jetzt so ein paar Hefte liegen lassen. Also es kommt ja monatlich so viel an US-Sachen raus. Da muss ich jetzt ein bisschen aufholen. Lagst du da im Moment so du bestellst ja auch immer noch Titel dazu oder lässt mal was weg oder so. Was sind das so ungefähr das, was du momentan bestellst monatlich an Heften? An Heftanzahl? Ja. So 15 Hefte, mal sind es 12, mal sind es 20 Hefte. Mhm. Weil wenn ich die bestelle, die kommen nicht so regelmäßig raus, dass ich vorher jeden Monat eine feste Zahl habe, sondern das eine Heft kommt, also die eine Serie kommt dreimonatlich raus, die andere Heftserie kommt monatlich raus. Dann gibt es irgendeinen Small Press, also jemand, der zeichnet und dann das nächste Heft rausbringt, wenn es fertig ist. Das kommt dann, was weiß ich, einmal im halben Jahr raus. Mhm. Der Durchschnitt ist dann so zwischen, was weiß ich, 12 und 20 Hefte pro Monat, plus ein paar Paperbacks, aber das habe ich in letzter Zeit viel, viel weniger. Mhm. Im Moment lese ich gerade Wizard Beach. Da lese ich jetzt auch nachträglich. Heft 1 hatte ich gelesen, als es erschienen war. Jetzt inzwischen sind alle 5 Hefte erschienen. Jetzt habe ich gestern Heft 2 und heute Heft 3 gelesen. Mhm. Auch sehr schön. Im Juni-Previews wird dann der Paperback vorangekündigt, der dann 2 Monate später erscheinen wird. Ist einfach, da denkst du dann bitte an mich, gell? Willst du ihn haben? Ah ja, ich hatte den ersten. Das erste Heft hast du ja auch, genau. Ja.
Das ist halt einfach ein Zaubererjunge, der in einer Zaubererwelt lebt, wo es zwei, weiß nicht, wie man es nennt, Zauberer, Königreich oder ähnliches oder Stämme oder sowas gibt, die verfeindet sind, dass die sich immer wieder im kalten Winter bekämpfen und bekriegen mit Zauber, und man weiß genau, der Gegner ist der Böse und den muss man doch auch bekämpfen. So ist die Welt, so lief es immer, und man muss, und dieser Sohnemann von, vielleicht war es sogar der König, das Detail habe ich jetzt vergessen, der reist zu irgendeinem Onkel oder ähnliches, um ihn zu holen, weil er der Einzige ist, der so viel mal Zaubermacht hat, dass er vielleicht mal die Kriege beenden kann. Mhm. Und der ist halt nicht in dieser Zauberwelt, sondern der ist an diesem Blizzard Beach, und da stellt der Sohnemann voller Empörung fest, dass der rausgefunden hat, dass man sich so ein bisschen entscheiden kann, ob man ewig im Krieg lebt oder wie am Wizard Beach einfach mal in Frieden und damit auch ein bisschen entspannter und damit auch ein bisschen das Leben genießen kann, statt immer nur Krieg, Krieg, schwierig, schwierig, schwierig. Und der möchte gar nicht dahin, um den Krieg zu beenden, weil der möchte lieber ihm zeigen, dass man auch anders leben kann und dass es der Gegner kein Feind sein muss. Ja. Und er ist jetzt so in dem jugendlichen Stadium, wo er glaubt, etwas besser zu wissen, der Sohnemann. Mhm. Ich sage immer Sohnemann, also der heißt Hexley, ist nur Sohnemann von dem Vater, klar. Ja. Und ist jetzt erstmals allein irgendwo in einer anderen fremden Welt, wo einfach in der echten Realität an einem Strand sich alle Zauberer zusammengerottet haben, um da einfach ein angenehmes Leben in Frieden zu leben. Mhm. Und damit muss er erstmal zurechtkommen, weil er immer noch glaubt zu wissen, dass die Welt, so wie er sie kennt, die einzige ist, wie sie sein kann. Und dann ist das, was sein Onkel da macht, gewissenlos. Also der hat Verantwortung, muss da hin, und das weiß er besser. Und er versucht ihm so langsam eine andere Perspektive zu zeigen. Nicht, dass er falsch liegt, sondern dass es einfach auch noch andere Blickpunkte gibt. Mhm. Das ist das Moralische, was ich da immer noch ein bisschen euch mitgeben möchte. Aber es ist einfach eine sehr unterhaltsame, sehr witzige und durch diese Gesamtsituation, die ganzen Momente, die da passieren, sehr charmante Serie. Liest sich sehr gut. Ist nicht allzu niedlich gezeichnet, sondern ein bisschen real life auch nicht. Aber der hat halt große Ohren und eine dicke Nase, die farblich minimal anders von der Hauptfarbe ist. So ist es auch dargestellt. Passt aber auch und liest sich ganz gut. Ja. Hat ein paar sehr witzige Einfälle, optisch wie erzählerisch. Richtig schön ist in Kapiteln erzählt, macht Spaß. War auch sehr detailliert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. So voll von den Panels, ja. Da kann man viel entdecken und sowas, ne? Genau, also es gibt ja Leute, lesen einfach ganz schnell die Story weg. Dann kriegen sie viel im Hintergrund gar nicht mit. Dann sollte man es mindestens, wenn man schnell liest, nochmal ein zweites Mal durchblättern, um zu gucken, was im Hintergrund links und rechts und oben und unten alles noch passiert. Manchmal wird auch der Hintergrund im Vordergrund einbezogen, und manchmal passiert es einfach nur im Hintergrund. Sehr witzig, sehr schön. Ja. Ist aber nur eine von den Serien, die ich jetzt alle noch nachholen muss. Mal gucken, wie ich vorwärts komme. Aber klappt ja im Moment ganz gut. Also wie gesagt, für die da Interesse jetzt haben, einfach mal in den Juni-Previews gucken. Da gibt es dann halt die... Wird bei Boom Studio erscheinen. Genau, das entsprechend als das Paperback Boom Studios. Das heißt, das ist dann ein bisschen teurer, ne? Das heißt, das ist, also Image macht das ja ganz gerne mit den ersten Trade-Paperbacks, dass die dann auf 9 Dollar irgendwas 90 rausgehen, ne? Nicht alle, aber Image hat so eine Idee, die Sachen, die sich als Heft gut verkauft haben, da wussten sie, es hat Geld eingebracht, das könnte sich noch mehr verkaufen, und wenn man weiß, es verkauft sich etwas mehr, dann weiß man ja, dass es anders kalkulierbar ist, und dann kann man auch zum Anreiz der Kunden, damit die auch mehr kaufen, einfach mal bestimmte Titel für 10 Dollar den Paperback machen. Aber das kann sich Image leider nicht bei jedem Band leisten, weil das jetzt kein Gewinngeschäft ist, sondern ein Anteasern und mit der Vermutung und Einschätzung und Hoffnung, dass sich das gut verkauft. Und ab dann kosten dann die nächsten Paperbacks normal, was immer noch günstiger ist als die Einzelhefte. Ja. Und das ist immer eine gute Idee. Ein Boom Studio kann sich sowas leider nicht so leisten. Ja. Das ist ganz normal kalkuliert und kostet ganz normal. Ich habe den Preis jetzt nicht im Kopf. Wahrscheinlich 16 Dollar oder sowas lohnt sich. Aber Boom Studio hat in den Heften jetzt hinten bei dieser Heftserie gar keine Leserbriefe drin, sondern ein paar Werbeseiten, weil die ja auch jetzt Buffy wieder rausbringen. Ja. Lese ich zurzeit auch. Es sind 4 Hefte jetzt gerade erschienen, die ich alle schon gelesen habe. Das ist von Angel das 0. Heft. Kommt demnächst das erste raus. Bin ich auch sehr gespannt. Ja. Buffy ist hier so ein kleiner Reload. Also bevor es erschienen war, haben alle Buffy-Fans Angst gehabt, weil es moderner sein soll und so wurde genannt, in der jetzigen Zeit spielen soll, dass vielleicht eine neue Generation von Charakteren vorkommt. Was soll denn das? Wir wollen die Buffy. Wie soll das gehen, dass die in der heutigen Welt spielt? Aber es passt ganz gut zusammen. Also alle Elemente, die man kennt, alle Charaktere, die man kennt, alle, die man liebt, alles, wie es immer verknüpft war, wird jetzt einmal nur mal kurz so ein bisschen umgewirbelt und nochmal neu erzählt von vorne. Und da gibt es jetzt einfach nur... So, als wäre ich jetzt halt in der jetzigen Zeit praktisch so ein bisschen... Man erkennt es daran, dass in der jetzigen Zeit
Zeit ist, dass es einfach die Buffy auch mal ein Handy in der Hand hat. Aber ansonsten gibt es den Zauberladen, der sieht so ähnlich aus wie der Zauberladen, nur dass er diesmal schon dieses bisschen durchgewirbelt ist halt. Der gibt es jetzt schon in den ersten Heften. Früher kam der erste in der Staffel, weil sich Buffy entwickelt hat. Mhm. Vom auch Erzählerischen her ist halt denen in der vierten Staffel noch ein Clou eingefallen. Wenn es den jetzt in dem Universum schon gibt, können sie den jetzt schon ein bisschen früher zeigen. Ja. Sie vermischen es ein bisschen anders. Wer mit wem, wie, wo. Der Xander fällt schon ziemlich am Anfang. Der Drusilla in die Hände, sehr witzig, sehr gut. Mhm. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Die haben auch das Feathers rausgebracht, wo du dir auch ein Paperback bestellt hattest. Der ist auch noch beworben. Das heißt, der ist immer noch weiterhin lieferbar. Ist ja noch relativ frisch, der Paperback. Kann ich auch noch empfehlen, auch eine Sendung. Schöne Sache. Mhm. Das habe ich noch gesehen. Also Boom Studios hat ein paar richtig schöne Sachen. Ja. Ja. Wie ist denn das mit den, die hatten doch, wo war denn Buffy früher erschienen? Bei Dark Horse, ne? Genau. Also in den USA erscheint alles immer als Heftchenserie bei verschiedenen Verlagen und früher ist Buffy bei Dark Horse erschienen. Auf Deutsch hat es dann Carlsen als Q's Heftserie versucht zu etablieren. Das hat dann in Deutschland nicht so gut geklappt, dass es ewig hielt, aber eine Weile. Und heutzutage erscheint Buffy auf Deutsch bei Panini als Paperbacks und USA hat es gewechselt von Dark Horse. Die Sachen, die früher von Whedonwares, also vom Josh Whedon, als Comic-Umsetzung oder Comic-Fortführung bei Dark Horse waren, da sind jetzt ein paar Sachen, auch Firefly bei Boom. Ach, okay. Firefly ist auch eine Serie, die ich drei Hefte lang gelesen habe. Da komme ich jetzt aber mit dem Lesen immer hinterher. Da sind wir, glaube ich, schon bei 5 oder 6. Mhm. Und was war das dritte noch? Komme ich jetzt nicht drauf, aber... Nochmal eine kurze Frage zu Buffy, kurz zurück. Wenn du sagst, es ist so ein leichter Soft-Reboot in dem Sinne, dann wird das als offizielle Staffel fortgesetzt? Oder wie ist es denn auch optisch dargestellt? Weil ich kann mich an die Staffel... was war denn das für eine Staffel damals? Diese jedenfalls in Comics fortgesetzt haben. Ich glaube, die 8. oder sowas, kann das sein? Genau. Jedenfalls, ja. die da sahen ja die Zeichnungen auch verdammt nah an den Darstellern aus. Wie ist denn das jetzt gelöst? Ach, schön, dass du das Stichwort nochmal bringst, weil eins der wichtigsten Sachen, wenn ich über Buffy als Comic reden möchte, ist ja, auch wenn der Marshall jetzt nicht zuhören wird, aber es gibt einen Zeichner, der macht in Amerika diese Origin vom Weihnachtsmann, die heißt Klaus und die ist vom Dan Mora gezeichnet. Damit wurde in Amerika der Dan Mora ganz groß entdeckt und in Deutschland vom Marshall und mir. Das ist so ein geiler Zeichner, der macht das optisch so gut, so angenehm. Das gefällt verschiedenen Betrachtern, also Lesern von Comics. Und der hat es auch, das wusste ich vorher gar nicht, dass er es so gut kann, ziemlich gut drauf, die Schauspieler, die die Charaktere spielen, die wir alle kennen und lieben und ins Herz geschlossen haben und immer wieder haben wollen, die kriegt er ziemlich gut eingefangen. Mhm. Und was ich sehr gut, sehr geil, sehr witzig umgesetzt finde, ist, dass der Xander auch aussieht wie der Xander, also wie wir ihn im Fernsehen kennen. Gleichzeitig sieht der ein bisschen dudelhafter als Comicfigur aus, während die Buffy einfach, es soll ja auch eine hübsche Frau bleiben, die soll ja nicht ulkig aussehen, minimal realer gezeichnet ist, also mit dünneren, feineren, filigraneren Linien irgendwo noch zwischendrin, damit die Nase genau rüberkommt. Was ja wichtig ist bei dir, ne? Ja. Stichwort süßnasig. Zu dem Stichwort E und die Sarah Michelle Gellar, ich glaube, die erkennt man ja auch an dieser eckig gezeichneten Nasenspitze. Ja, so, nicht jeder hat so eine Nase. Ja. Und der Dan Mora hat es saugeil drauf, den Xander zu zeichnen, dass der trotzdem aussieht wie der Xander, dass kein Stilbruch im Zeichenstil ist, wenn der neben der Buffy oder neben der Willow steht. Mhm. Und trotzdem sieht dann eine Spur mehr wie ein Muppet aus. Also der sieht nicht aus wie ein Muppet, nur minimal. Mimimi. Genau. Gestern Abend habe ich spontan ein bisschen Muppet-Show geguckt, so witzig. Ja. Hast du das, übrigens waren wir jetzt gerade bei den Muppets, mal ganz kurzer Ausriss nochmal kurz. Mhm. Hast du mitgekriegt, dass Dark Crystal bei Netflix neu kommen soll? Als Serie? Ich habe es akustisch nicht verstanden, was? Dark Crystal soll als Serie neu bei Netflix kommen. Ach ja, nee, so, also dass Dark Crystal längst was am Machen ist, in welcher Form es dann aber kommt oder wo, wie, als Serie, Film, wusste ich noch nicht. Es wird Zeit für Netflix für dich, so langsam. Und jetzt ist das mal definiert, dass es so kommen wird. Oh, geil. Es gibt auch schon Bilder, ja. Das ist auch eine Comic-Heft-Serie, also es gibt Dark Crystal Comics, die bin ich auch groß am Sammeln und komme nicht mit dem Lesen nach. Da bin ich jetzt auch wieder dran, ein bisschen nachzulesen. Alte Jim Henson Verfilmung, ne, war das? Genau. Ja. Eine Puppenverfilmung, nur mit Puppen, ohne Menschen drin. Sehr gelungen. Ohne Menschen, genau. Ja, da gibt es die Skeksis und die, wie hießen die anderen nochmal?
Also sehr schöner Film und sehr schöne Welt, sehr schön gemacht. Weil Labyrinth gab es ja jetzt auch nochmal als Neuauflage, als Comic irgendwie nochmal. Labyrinth ist ein anderer Film von Jim Henson. Genau. Da spielt David Bowie und zwei, drei andere Menschen noch mit. Sonst sind das auch nur Puppen. Sehr schöner Film, auch zeitlos, kann man heute gucken, ist immer noch schön. Und dazu gab es anfangs zu den Free Comic Book Day Ausgaben von dem Verlag Archaia, das heute dann auch von einem anderen Verlag involviert wurde, reingenommen wurde, zu dem Heft mit Kurzgeschichten auch immer eine Labyrinthgeschichte. Davon gab es dann Sammelhefte oder Sammelbände von Kurzgeschichten, die einfach nur so Episoden im Universum vom Labyrinth, also innerhalb des Labyrinths irgendwo spielen. Und inzwischen gibt es halt so 12-teilige Heftserien, das sind so Maxi-Serien, die weitere Geschichten aus dem Labyrinth erzählen, auch sehr schön. Aber wenn jetzt Labyrinth-Fan zuhört und sagt, was, es gibt Comics, was gibt's alles für Comics, muss man auch noch sagen, das ist schon vor circa 10, 12 Jahren drei Manga-Bände, die hießen Return to the Labyrinth oder so ähnlich. Da gab es auch nochmal eine Geschichte, die sozusagen sowas wie eine Rückkehr zum Labyrinth uns Lesern bietet. Müsste man sich dann auch noch zulegen, wenn man es komplett haben will. Ja, da gibt es einiges. Bei der neueren Reihe habe ich jetzt irgendwie Cover von Fiona Staples noch im Kopf irgendwie. Die hatte ich mal gesehen. War die auch Zeichnerin oder hat das im Heft dann oder in den Heften jemand anders gezeichnet? Die Hefte innen drin werden immer von jemand anderem gezeichnet. Es gibt dann immer pro Heft zwei verschiedene Vorderbilder, das heißt ein Variant-Cover und ein reguläres Cover. Mhm. Und die werden von verschiedenen Leuten die Vorderbilder gezeichnet, mal von dem, mal von dem. Bei Dark Crystal ist es oft der David Peterson, der Mouse Guard macht, der macht immer das zweite Cover und das erste, oder umgekehrt, das erste Cover und das zweite Cover, muss man dann mal gucken, aber es sind sehr schöne Sachen. Und bei Labyrinth ist es mal die, mal der, mal dort und mal wiederkehrend der nochmal ein Cover macht, sind immer sehr schöne Cover. Und da sieht ihr zum Beispiel der Jared, das ist der Goblin King, der im Film vom David Bowie gespielt wurde, nicht dringend unbedingt aus wie die Person David Bowie, aber die Figur sieht natürlich trotzdem so aus wie der Charakter des Jared mit der Frisur, mit den Gesichtszügen. Nur, dass es halt nicht, ich glaube, den David Bowie-Fans bringt es jetzt nichts, nur wegen einem gezeichneten David Bowie zu sehen, diese Labyrinth-Comics zu kaufen. Mhm. Der hat so einen minimalen Manga-Anstrich vom Style her. Trotzdem schön. Naja, ich merke schon, gerade so, du bist ja auch ein großer Jim Henson-Fan, das ist auch so eine Leidenschaft von dir. Genau. Ich glaube, da können wir auch irgendwann mal nochmal eine Spezialfolge drüber machen, meine ich. Also von daher wollen wir da jetzt gar nicht so weiter da reingehen, aber weil es gibt nicht nur die zwei Comics selber, es gibt ja noch weitere. Es gibt noch viel mehr. Also ja. Ein Comic, der erst auf dem Skript von Jim Henson vor ein paar Jahren rausgebracht wurde, ist Tale of Zen zum Beispiel. Das da kann man auf mal Deutsch rausgebracht worden. Ja, ja. Bei Danny Books. Sehr schöne Ausgabe. Ja, genau. Oder auch selbst von den Muppets, was jetzt also das die bekannteste Richtung von Jim Henson erstmal ist. Auch da gibt es, glaube ich, jede Menge Comics und sowas schon. Mhm. Also zurzeit erscheint da gerade nichts Neues. Da gibt es aber so einiges an Stoff, das ist bestimmt 7-8 Sammelbände gefüllt. Es gab auch Sesamstraßen-Comics, aber die sind nicht so langlebig gewesen, die jetzt zuletzt nochmal neu richtig schön gezeichnet wurden. Vor ein paar Jahren gab es sogar nochmal ein paar Panini-Ausgaben von irgendwelchen neueren von? Muppets. Ach so, Muppets. Nee, bei EHPA sind die erschienen. Oder EHPA? Ja, war das die EHPA? Sind bei EHPA erschienen. Okay. Aber ich glaube, die haben nicht alle rausgebracht, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist schon eine Weile her zurückliegen. Aber es gibt noch mehr. Können wir ja dann nochmal drüber sprechen, wenn es soweit ist. Es gibt noch eine Reihe, die heißt Storytellers. Und die hat immer so circa 4 Heften. Immer nochmal so Themen wie Riesen, Giants oder Sirenen oder was es da noch so alles gibt. Auch sehr schön. Was es ja auch als Serie früher gab oder als Filmserie dann in dem Sinne. Oder? Genau. Und wenn man nochmal so an die Puppenserien denkt, gibt es ja noch Fraggles. Da gibt es auch immer mal wieder so vierteilige Geschichtchen, die dann hinterher als ein Hardcover oder sowas erscheinen. Gibt es auch noch Comics zu. Naja, gut, da können wir uns ja nochmal durchwurscheln irgendwann, was es da so alles gibt. Ja, ich glaube, dann haben wir erstmal einen groben Überblick. Oder willst du noch irgendwas erwähnt haben? Ich glaube, wir haben es jetzt in Kürze erstmal erwähnt. Der Kürze liegt die Würze. Ja, genau. Ich meine, wir haben jetzt ja doch ein bisschen länger gesprochen, als ich jetzt gedacht habe. Klang jetzt, als soll es eigentlich nur ganz kurz werden. Ja, war es ja auch. Ist ja noch nicht mal eine halbe Stunde fast. Okay, das ist okay. Für mich ist das kurz, ja. Und dann überlassen wir jetzt das Feld einem Spezialgast an der Stelle. Jawohl, der Spezialgast kann gleich loslegen. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich übergebe an einen Spezialgast. Tschö. Hallo, ich bin der Andi vom Telestammtisch.
und ich habe heute die außerordentliche Freude, ja die Ehre, hier einen Einspieler für die Comic-Cookies machen zu dürfen. Und nicht etwa, dass das allein bereits seelenheil genug für mich wäre, nein, ich darf auch in seinem Schatten stehen. Ich darf mit ihm Teil einer Ausgabe hier bei den Comic-Cookies sein und fühle mich deswegen besonders geehrt, denn ich spüre bereits jetzt seine göttliche Aura. Die Aura von dem Mann und Menschen, dem großen Philosophen, dem Podcaster und Superstar, dem Bezwinger der Süßnasigkeit und Führer der Verlorenen, der Geist und die Seele der Rechtschaffenheit, der Liebende unter den Liebenden, der Friedensbotschafter und Gutmensch, mein Vorbild und Idol. Ja, danke. Der Heiland und Messias der Comic-Community. Amen. Das Licht am Ende unseres Tunnels. Die Ikone und der Star. Legende. Also um Comics gehen, um drei besondere Comics, zu denen es auch ein aktuelles Interview bei mir beim Telestammtisch gibt, denn ich habe mit dem Carsten Reuter gesprochen. Carsten Reuter ist Chefredakteur beim Verlag Schwerkraft. Die wiederum machen eigentlich Spiele, also Strategiespiele und so ganz total tolle Sachen, wo man dann mit Menschen interagieren muss und so. Die haben jetzt aber auch ein Imprint, ein Comic-Imprint namens Actionkraft. Und zu Actionkraft und den dort erscheinenden Comics habe ich eben mit Carsten Reuter gesprochen. Bei Actionkraft erscheinen ganz aktuell die Valiant Comics. Und das ist was Besonderes, denn Valiant Comics haben wir in Deutschland relativ selten bekommen. Gerade in letzter Zeit lag diese Lizenz irgendwie brach. Wir wissen, dass der Verlag Valiant, beziehungsweise inzwischen Valiant Entertainment, neu aufgestellt worden ist. Seit 2012 gibt es von dort auch wieder neue Comics und diese Comic-Lizenz, die war eben lange quasi verfügbar und wurde in Deutschland nicht umgesetzt. Das wundert mich ein bisschen, denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben in Deutschland ja doch einige Lizenznehmer. Also insbesondere, was so natürlich von Marvel und DC kommt, ist bei Panini ganz gut untergekommen. Wir haben ganz viele Image-Sachen, die wir zum Beispiel auch bei Splitter und bei Crosscull finden. Wir haben ganz aktuell auch sogar Sachen von Aftershock, was mich auch ganz positiv überrascht, auch wenn die Auswahl der Serien vielleicht sicherlich diskutabel ist. Aber letztlich sind diese Verlage, die es da in den Staaten gibt, die auch ein bisschen mehr machen als Superhelden in Capes irgendwie um die Welt reisen zu lassen und Bösewichte kaputt zu prügeln, also die so ein bisschen was Besonderes bieten, die haben doch ganz aktuell eigentlich ein ganz gutes Standing. Und gerade eben, weil es jetzt auch bei Valiant Serien geben soll, also TV-Serien, die auf den Comics basieren, war es für mich total überraschend, dass da hier in Deutschland nichts erschienen ist. Nun ist da also der Schwerkraftverlag gekommen und hat diese Lizenz geschnappt. Man kann jetzt darüber diskutieren, warum andere Verlage das nicht vorher schon gemacht haben. Also ich sag mal so, wenn Panini da jetzt Interesse gehabt hätte, hätten die bestimmt einen Zuschlag bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da seitens Valiant nicht irgendwie auch was möglich gewesen wäre. Aber ich freue mich, dass da jetzt Comics erscheinen und es scheint auch so, als wäre der Carsten als quasi treibende Kraft hinter dieser deutschen Veröffentlichung auch wirklich im Thema drin und hatte auch Bock auf diese Comics. Und davon halte ich jetzt die ersten drei deutschen Ausgaben in der Hand. Man muss wissen, Valiant Comics, das sind Comics, die scheinen eher so für ein eher erwachseneres Publikum zu sein. Also hier ist eine Altersempfehlung ab 14 Jahren drauf. Und das ist dann natürlich auch so ein Ding, da erwarte ich irgendwie auch was. Ne? Also da will ich dann schon so ein bisschen Unterhaltung auf einem höheren Niveau, auf einem Level haben. Da will ich auch mal Sex sehen, da darf es brutal sein, da dürfen auch Drogen mal eine Rolle spielen. Da darf generell einfach das Raue der Welt irgendwie ein bisschen so ein zentraleres Thema sein. Und da ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Da gibt es vielleicht auch Figuren, die sind eben nicht klar schwarz und weiß. Und das ist so eine Erwartungshaltung, die ich habe, wenn ich jetzt diese Comics lesen will. Und ich kann schon mal so viel sagen, das ist ja auch der Fall.
Also wir haben definitiv Comics, die ich vorher noch nicht kannte. Ich hatte gerade von den drei Serien, die ich jetzt hier in der Hand halte, noch nichts weiter gehört. Also vielleicht habe ich im Hintergrund irgendwie schon mal was von Harbinger oder Harbinger, ich weiß gar nicht genau, wie es ausgesprochen wird, gehört. Aber mir ist vor allem Bloodshot ein Begriff gewesen. Da habe ich bei dem Daniel von Comic Review mal eine Kritik gehört zu irgendeiner Ausgabe. Ich glaube auch zum Reboot bei Bloodshot. Aber ansonsten hatte ich mit den Valiant Comics noch gar nichts zu tun und bin da gerade jetzt doppelt gespannt, was da eigentlich kommen wird, wenn wir jetzt hier eben auch irgendwelche Serien bekommen sollen. Nun gut, ich werde mich jetzt hier also mal an die drei Serien wagen und die besprechen. Ich werde die auch in der Reihenfolge besprechen, wie sie mir gefallen haben. Alle drei übrigens ganz gut, aber es gibt durchaus auch eine Steigerung. Allgemein kann man sagen, dass die Comics in einem, also von Panini auch gewohnten Format erscheinen. Die Größe ist exakt dieselbe, wie man auch die US-Comics kennt. Da kann man jetzt absolut keinen Unterschied ausmachen. Die passen hier also auch in meine Standardfolien mit den Backs und Boards eben. Das ist alles ganz knorke. Die Verarbeitung selbst ist im Grunde nach auch gut. Es ist zwar ein relativ dünner Einband, aber noch dick genug und auch mit so einem Klappcover und so. Also es wirkt schon hochwertig. Hört einfach mal ins Interview rein. Wir haben ja noch eine gute Bindung und so, das passt schon. Das Problem liegt viel eher an der Frage, wie es verschickt wird. Ich hatte schon auch im Interview darauf hingewiesen, dass ich zwei Comics zunächst bestellt hatte, nämlich XO Manowar und Archer & Armstrong. Das waren die ersten beiden Serien, wo jeweils ein Trade erschien. Und die waren angestoßen, schon bei mir angekommen. Das heißt also, die lagen quasi lose in einem relativ großen, ja, so ein Comic-Versand, Papp-Dingsbums, ne, wie man das auch von anderen Verlagen kannte, aber eben nicht gepolstert, keine Folie drum und so. Und deswegen sind die Kanten aller irgendwie angestoßen, bei mir angekommen. Die sind schon nicht mehr in einer sammelwürdigen Qualität bei mir eingetroffen. Das hatte ich dem Carsten auch telefonisch mitgeteilt und siehe da, ich habe jetzt diesen Harbinger-Trade hier und der kam deutlich besser verpackt, also das heißt deutlich besser, er war einfach oben und unten mit so ein bisschen zusammengeknülltem Zeitungspapier quasi gepolstert und das tut der Gesamtqualität echt gut. Nun gut, dann beginnen wir mal mit der ersten Reihe, XO Manowar, und der erste Trade trägt den Titel Durch das Schwert. Und ist geschrieben von Robert Venditti. Und Robert Venditti, den kann man kennen. Also ich persönlich habe von dem unter anderem The Surrogates gelesen, das ist wohl bei Top Shelf erschienen. Da hatte ich hier die deutsche Ausgabe in der Hand. Dann hat der gute Mann auch Demon Knights gemacht. Demon Knights, diese DC-Reihe aus den New 52, wo man inhaltlich übrigens auch durchaus gewisse Vergleiche ziehen kann und auch viele weitere Sachen hat wohl beim Green Lantern Corps geschrieben. Er hat bei Green Lantern, der Hauptserie, hat er geschrieben, bei DC The Flash hat er schon gemacht. Also der Name ist durchaus bekannt, da ist einiges dabei und ja, deswegen kann man den Robert auf jeden Fall kennen. Hat jetzt hier auch sehr viel auch für Valiant eben gemacht, unter anderem diese XO Manowar Reihe. Gezeichnet wurde das Ganze von Cary Nord. Und Cary Nord kennt man vor allem aus seiner Arbeit an Conan. Und auch da gibt es ganz starke Parallelen, die man auf jeden Fall nicht verheimlichen kann. XO Manowar, da musste ich zunächst erst an die Band denken. Das heißt, aus genau dem Grund habe ich mir die Playlist angemacht auf Spotify von Manowar und parallel dazu eben diesen Band gelesen, der 4 Issues beinhaltet und das passte echt ganz gut. Die Story ist sehr actiongeladen, sie hat verschiedene Aspekte von so Krieg, Kampf, so ein bisschen so, wie ich mir eben auch so Highlander oder sowas vorstelle oder keine Ahnung, wie hier mit Mel Gibson der Film Braveheart. Ja, also so damit beginnt es quasi und wird dann ganz schnell zu einem Sci-Fi-Abenteuer mit Aliens und einem riesengroßen Geballer und Gemetzel. Nun gut, das also mal so zur quasi Genre-Eingliederung. Beginnen tun wir eben mit dem jungen Arik. Arik von Darkien und zwar circa 402 nach Christus. Wir sehen hier eine große Schlacht, also quasi die Römer gegen die Visigoten. Und einer dieser Visigoten ist eben Arik. Der ist ein richtiger Krieger, der haut drauf, der kennt nichts außer den Frontalangriff und der hat auch keine Angst vor den Techniken und Fähigkeiten der Römer. Der geht Vollgas, haut voll drauf, ist eben irgendwie auch der Anführer oder zumindest Sohn des Prinzen des Stammes quasi. Nun ja, und das ist so ein Typ, der ist halt mega gut gebaut und das ist halt ein Kämpfer, ein Barbar. Der gibt Vollgas und das ist exakt alles, was man über ihn eigentlich wissen kann, denn viel mehr als den Kampf kennt er nicht. Er kann die Leute anführen und motivieren, indem er tolle Reden schwingt. Ja, super. Es gibt aber ganz schön auf den Deckel
Und wären alle so cool wie er, dann hätten die natürlich den Kampf gewonnen. Aber leider, aber sicher sind die Römer halt dann doch irgendwie recht effektiv in dem, was sie tun. Und treiben die Visigoten zurück. Dann kommt die Nacht. Das Team rund um Arek ist wieder im Dorf. Und plötzlich scheint es einen neuen Angriff der Römer zu geben. Doch recht schnell sieht man, ey, das sind ja gar nicht die Römer, denn die haben zu dem Zeitpunkt ganz sicher keine Raumschiffe gehabt. Anscheinend sind dort Aliens gelandet. Die Aliens, die sehen so ein bisschen aus wie Ritter mit lila Umhängen, ist ein bisschen komisch, man sieht die nicht so genau, sind aber modern und technisch ausgestattet und ja, sind da anscheinend irgendwie jetzt gelandet und haben irgendwas vor. Arek erkennt die nicht, haut sofort drauf, hält sie für Römer und es dauert nicht lange. Da wird er gefangen genommen. Denn er kriegt eins auf den Deckel, liegt im Koma und zack ist er im Raumschiff der Aliens drin und soll als Sklave gehalten werden. Und genauso kommt es auch. Arek und ein Teil seiner Gefolgschaft ist jetzt hier gefangen genommen worden und muss auf diesem Sklavenraumschiff für diese Alienrasse arbeiten. Sie sind in so einem Garten als Gärtner unterwegs und werden da unter unmenschlichen Bedingungen gehalten. Und ja, müssen halt quasi um ihr Leben kämpfen. Es ist so ein bisschen zwei Issues lang eigentlich nur der Ausbruch aus dieser Situation. Sie wollen da irgendwie weg, sie wollen halt überleben und sehen da nicht viele Möglichkeiten. Dann wird ihm noch die Hand abgehackt und scheiße, dann ist so richtig die Kacke am Dampfen und die haben gar keinen Bock mehr. Und nach einigen Jahren gelingt dann auch die Flucht. Das Besondere an dieser Situation ist, dass auf diesem Schiff eine besondere Rüstung zu sein scheint. Eine besondere heilige Waffe. Die Rüstung von Shannhara. So, die sind in der Murmel drin und anscheinend kann sich diese Rüstung aus dieser Murmel aussuchen, von wem sie getragen werden will. Wir sehen unter anderem, wie irgend so ein krasser Alienkrieger versucht, in diese Rüstung reinzukommen und das aber irgendwie nicht aushält und die Rüstung tötet ihn letztlich. Bei der Flucht gelingt es Arek aber irgendwie an diese Rüstung ranzukommen und Trommelwirbel, die Rüstung tötet ihn nicht. Nein, sie legt sich um ihn rum, geschmeidig und ist dann Teil von ihm und er kann so richtig Vollgas geben und dreimal dürft ihr raten, er kann natürlich aus dieser Gefangenschaft fliehen. Dabei sterben jede Menge Menschen und es ist eine mega blutige Sache. Ja, das muss so sein, ne? Also quasi die Schlacht vom Schlachtfeld gegen die Römer mitgenommen aufs Schiff und auch jetzt in dieses Setting transportiert. Das ist so genau die Situation, auf die ihr euch hier einstellt. Könnt. Wir haben natürlich den Arek. Der Arek ist auch noch total verliebt, weil eigentlich will er ja zu seiner Frau und seinem Kind zurück und ist ja alles ganz schlimm. Das ist so die grobe Handlung. Da gibt es jetzt auch noch nicht sehr viel mehr Tiefe. Ich kann mir vorstellen, dass man da in folgenden Geschichten noch ein bisschen was erzählen kann, wer eigentlich die ganzen anderen Figuren sind, was sie so ausmacht und was deren Motivation ist, wie schlimm das über die Jahre auf diesem Sklavenschiff gewesen sein muss. Das sehen wir hier wirklich nur in Ausschnitten. Er flieht dann, wie es dann weitergeht. Das sei an der Stelle jetzt noch nicht verraten. Es sind ja auch schließlich nur 4 Hefte in dieser Ausgabe drin. Und auch wenn es die erste ist und ich definitiv am Ball bleiben werde, also ich werde mir von allen 3 Serien auch noch die 2. Ausgabe geben. Also ich will jetzt hier nicht zu viel verraten, ne? Aber ich kann sagen, er kommt auf gar keinen Fall in seine gewohnte alte Situation zurück. Und es wird nochmal richtig herausfordernd für ihn. Das Ganze ist ein bisschen... Ja, ich will jetzt nicht sagen stumpf, weil das so negativ vorbelastet ist, aber eigentlich ist das halt schon einfach nur ein Haut-drauf-Comic. Spätestens ab dem Moment, wo er diese Rüstung hat, die anscheinend allem und jedem überlegen ist, ist er halt übelst der krasse Dude. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wirklich wie eine Mischung aus diesem bereits angesprochenen Conan und vielleicht auch Iron Man. Diese Rüstung kann Sachen abschießen, so Energiebälle wegschießen, ja. Und er ist nahezu unverwundbar an dieser Rüstung. Die ist auch noch angeblich intelligent. Das hat sich jetzt hier in der Form im Comic mir noch nicht gezeigt, was an der Rüstung jetzt so besonders intelligent sein soll. Aber ist halt ein actiongeladener Comic. Da würde ich wirklich sagen, Kopf aus, Comic rein. Das genügt völlig. Es ist doch recht brutal, es fliegen dauernd irgendwelche Köpfe von irgendwelchen Schultern. Diese Sklavensituation allein schon, unter was für Bedingungen man hier stirbt, was dann mit den Leichen gemacht wird und so, das ist ja doch recht düster, aber unterhaltsam. Also zu keinem Zeitpunkt habe ich das jetzt irgendwie als sonderlich dumm, also als unangenehm dumm empfunden oder fand es irgendwie hohl. Nun gut, das ist eigentlich schon mal gar nicht schlecht, würde ich sagen. Kommen wir mal zu den Zeichnungen. Diese sind okay. Also da ist nichts großartig Herausragendes dabei, ganz ehrlich. Keine der Zeichnungen ist wirklich richtig schön. Ja, wie sagt man das? Also sie sind zweckdienlich, ja? Sie sind nicht sonderlich detailverliebt, Hintergründe sind im Regelfall sehr flächig. Das Ganze ist gerade, also gerade diese Space-Alien-Sachen, das ist garantiert irgendwie auch am PC einfachst koloriert. Also es ist nicht sonderlich schön, was nicht bedeuten soll, dass ich es besser könnte, aber das ist jetzt hier kein Alex Ross. Das ist auch...
nicht so mainstreamig wie das, was wir teilweise auch von DC oder Marvel kennen. Es ist gut, es hat seine eigenen auch schönen Facetten, es gefällt mir, aber es ist ja vor allem zweckdienlich. Also ich möchte das Artwork nicht als sonderlich herausragend hier bewerten, aber da verschafft euch doch am besten selbst einen Eindruck, den könnt ihr euch zum Beispiel auch online machen. Es gibt Leseproben von zumindest XO Manowar und Archer and Armstrong auf der Imprint-Seite von Actionkraft. Da könnt ihr mal reingucken, wie es euch gefällt. Jo, ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben, denn ich finde gerade, wie sich die Serie entwickelt oder was ich hier jetzt in der letzten Issue im vierten Teil sehe, das ist schon mal gar nicht schlecht. Ich habe die Hoffnung, dass es hier eben mehr ist als einfach nur irgendeine Out-of-the-Box-Handlung, wo man jemanden aus seinem gewohnten Umfeld herausreißt, in eine neue Situation packt. Ich werde auch gern noch mehr zur Rüstung erfahren und habe halt die Hoffnung, dass es nicht einfach nur irgendeine Kriegsrüstung ist, die von irgendeinem krassen Alien vollkommt und nun kann er eben jetzt hier mal richtig so Rache üben. Das wäre mir echt ein bisschen zu wenig. Ich fände es auch schön, wenn es nicht einfach nur ein plumper Kampf- oder Kriegscomic ist, denn Krieg ist hier schon irgendwie so das zentrale Thema. Also Manowar ist ja auch der Titel und ja, ist egal, was man jetzt sieht, egal welches Setting und wie gesagt, ich hatte gemeint, am Ende ändert sich nochmal gravierend was. Das ist alles relativ ja kriegslastig und ich habe echt die Hoffnung, dass das, was man vielleicht am Ende des vierten Issues als Twist bezeichnen könnte, hier noch so einen dauerhaften Spin mit in die Serie reinbringt, denn aktuell wäre es mir jetzt noch zu plump. Ich werde auf jeden Fall in den zweiten Trade reingucken. Der erscheint wohl auch ganz bald. Ich glaube, das war jetzt für den Sommer angekündigt, der zweite Band. Dann geht es da unter anderem auch um Ninjak, einer weiteren Figur von Valiant. Und yo, da bin ich auch mal gespannt, was da noch kommt. Ich würde die Serie auf jeden Fall jedem empfehlen, der ja Demon Knights mag. Ich kann mir vorstellen, dass Conan sehr ähnlich ist. Und ja, zuletzt gab es ja unter anderem Crossover mit Wonder Woman und Conan. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass das so ein bisschen dieselbe Zielgruppe ist. Wer dieses Kriegerding mag, der kann da auf jeden Fall mal reinschauen. Wir haben ja auch so Science-Fiction-Aspekte mit diesen Aliens und so, das hatte ich ja bereits gemeint. Das ist ganz cool. Die Bewertung auf Comic Book Roundup waren für dieses Volume, also für diese Serie, ganz gut. 8, irgendwas. Wie sie sich entwickelt, werden wir sehen. Ja, und weiter geht's mit Archer and Armstrong. Der erste Band der Reihe trägt den Titel der Michelangelo Code und ist letztlich so, dass auch zusammenkommen eben die Origin dieses Teams. Das Ganze ist auch dem Grunde nach erstmal wieder eine eigenständige Serie. Alle Valiant-Comics spielen wohl durchaus in einem gemeinsamen Universum und es gibt in gewissen Rahmen auch immer Crossover und Events. Diese wären wohl nicht so krass ausgeprägt, wie es aktuell bei Marvel und DC der Fall ist. Wie das dann im Detail kommen wird, weiß ich nicht, werden wir sehen. Diese Serie hier, Archer and Armstrong, hat mir auf jeden Fall nochmal besser gefallen als das, was ich bei XO Manowar gelesen habe. Geschrieben ist die Serie von Fred Van Lente. Und Fred Van Lente hat eine ganze Menge Sachen schon gemacht. Ich muss sagen, davon kenne ich persönlich das wenigste. Da ist wohl eine ganze Menge Marvel Adventures dabei gewesen mit den Fantastic Four und Iron Man. Da ist Incredible Hercules wohl dabei gewesen. Marvel Zombies hat er was gemacht. Ein Deadpool Team-Up oder was erkenne ich hier noch? Power Man und Iron Fist ist wohl irgendwie auch ganz fluffig. Ich weiß gar nicht, ob das aus Marvel Now ist. Keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall hat er schon ein paar Sachen gemacht. Aber muss sagen, da ist jetzt keine aus meiner Perspektive herausstechende Sache dabei. Insofern gebe ich ihm jetzt hier einfach mal eine Chance. Gezeichnet wurde das Ganze von Clayton Henry. Und bei Clayton Henry sieht es aus, als ob der vor allem die X-Men gemacht hätte. Hier diverse Serien in den Anfang der 2000er Jahren. Keine Ahnung, ich kenne die jetzt alle nicht. Bin jetzt nicht so der Marvel-Experte, aber Uncanny X-Men, Exiles, New X-Men, X-Men Apocalypse vs. Dracula. Weiß Bescheid. Die Serie handelt von zwei Dudes, nämlich unter anderem dem jungen 18-jährigen Obadiah Archer. Obadiah Archer ist in einem Freizeitpark aufgewachsen, in einem christlichen Freizeitpark. Sieht auch ganz toll aus und das ist so ein richtig guter Mensch. Ja, der ist aufgewachsen mit sehr christlichen Werten, will die Welt besser machen und hat im Laufe seiner Erziehung eine Ausbildung zum Elitekämpfer genossen. Der kann alles. Jede Kampfsportart, die man kennt, kann der. Der kann Messer werfen, der kann, keine Ahnung,
mit einer Armbrust schießen und viele, viele weitere Sachen machen. Ist ein ganz krasser Kämpfer, aber auch so ein bisschen naiv, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr so krasse Christen mal kennengelernt habt, aber bei denen ist schon häufig so, dass sie in ihrer eigenen kleinen Welt leben und alles andere verroht und unchristlich, unwürdig vielleicht auch halten. Also so tickt er halt ein bisschen und der hat jetzt hier einen Spezialauftrag, denn er soll jemanden umbringen. Umbringen soll er einen Unsterblichen namens Armstrong. Armstrong ist eigentlich jemand, der das Leben genießt. Der trinkt gern mal ein, der feiert gern, der hat im Laufe seines unsterblichen Lebens schon eine ganze Menge Menschen kennengelernt und ist damals im antiken Mesopotamien eigentlich erst unsterblich geworden. Es gab da einen Vorfall, so viel kann man an der Stelle mal sagen. Bei diesem Vorfall wurde er unsterblich, aber alles andere Leben auf der Welt wurde vernichtet. Das ist eine ganz blöde Sache, weil er vermutlich erstmal eine ganze Zeit lang einsam war. Und wie es dann eigentlich auch zu wieder neuen Menschen kam, ist mir jetzt noch gar nicht so richtig klar. Aber auch eigentlich erstmal egal. Und nun ist die Situation die, dass Obadiah, ja, unser 18-jähriger Jungspund, man könnte sagen 18-jähriger Assassine, dass der jetzt eigentlich den Armstrong töten soll. Armstrong ist blöderweise niemand, der sich einfach so töten lässt. Der kann halt ordentlich austeilen. Und deswegen kommt es da recht schnell zur Auseinandersetzung. Die lernt sich in der Bar kennen. Das passiert alles in der ersten Issue. Und ja, da gibt es halt voll drauf. Ganz spannend ist an der Stelle mal zu sagen, dass wir immer so Einblendungen quasi haben. Ja, also immer wenn Obadiah halt so einen Tritt zum Beispiel ansetzt, dann steht da hier da, was genau er da gerade macht. Welche Kampfsportart er benutzt, wo sie herkommt und so. Das ist ganz cool. Und es entspinnt letztlich nach diesem Kampf, den die beiden haben, indem sie merken, dass sie vielleicht jetzt gar keinen Grund haben zu kämpfen, ne? Also könnte ja sein, dass es hier ausnahmsweise mal einen Kampf von zwei quasi Superhelden gibt, die ganz schnell merken, dass der Kampf vielleicht ein bisschen sinnlos ist, ja, so wie das quasi in jedem Crossover der Fall ist. Nun gut, also da merken die eben, dass hier irgendwas nicht ganz sauber ist und es entspinnt so ein bisschen so eine Hexenjagd, ja. Also ich habe ja gemeint, der Titel ist der Michelangelo-Code. Falls es der ein oder anderen an den Da Vinci-Code erinnern sollte, dann ist das gar nicht so falsch, denn wir suchen hier im Rahmen von so einer Schnipseljagd einfach verschiedene Teile, um eine Gerätschaft zusammenzubauen. Und diese Gerätschaft, ja, die ist halt ein ganz besonderes Ding und so. Woran das liegt, wer das jagt, wer das noch jagt, wer gegen wen, das will ich an der Stelle jetzt nicht verraten. Aber eigentlich handelt die Serie im ersten Band davon, dass die beiden Dudes sich besser kennenlernen, trotz ihrer Unterschiede eigentlich doch einen gemeinsamen Nenner haben und dann diese gemeinsame Aufgabe des Suchens dieser Teile auf sich nehmen. Das ist ganz unterhaltsam, das ist sogar ein bisschen lustig und gerade wenn man halt diese beiden Charaktere, also einmal den wirklich sehr naiven Typen, der so ein bisschen mit der Welt fremdelt, wenn man den hat, das sorgt für lustige Situationen und auf der anderen Seite natürlich den Lebemann Armstrong, der gern mal säuft, der gern in Stripbars geht und so, das ist einfach auch ganz cool, weil der das Leben einfach sehr entspannt sieht. Und wenn dem mal plötzlich, keine Ahnung, das Augenlicht genommen wird, weil da zwei Pfeile in seinem Schädel stecken, dann ist das für den jetzt nicht so schlimm, weil die wachsen ja eh wieder nach. Er ist ja unsterblich. Und auch ein ziemlicher Hau drauf. Ist also recht actionlastig. Wir haben so ein bisschen Sozialkritik mit drin, also weil sowas mitschwingt, wie dass es so anscheinend eine Sekte gibt oder einen Kult gibt, dem Geld wichtiger ist als Menschenleben. Ja, und das ist dann so ein ganz fluffiger Verlauf. Wie gesagt, ich muss an der Stelle sagen, dass es verhältnismäßig lustig ist. Also jetzt nicht so Deadpool, aber eben lustiger, entspannter und fluffiger geschrieben, als das zum Beispiel Superman und Batman zuletzt gewesen sind. Und auch bei dieser Serie passt auf jeden Fall der Imprintname Actionkraft, denn das ist definitiv eine Actionserie. Hier wird gekickt, hier wird geboxt, hier wird auch mal geschossen. Es ist einfach definitiv sehr actionlastig und das kann man übrigens zu allen drei Serien sagen, auch der dritten, die ich heute vorstelle. Ich kann mir schon sehr gut erklären, warum man das als TV-Serie oder und Film umsetzen möchte. Denn ich habe bei all diesen Heften, bei all diesen drei Serien das Gefühl, als wären die wirklich sehr gut geeignet, hier Menschen erstmal an das Thema ranzuführen oder potenzielle Zuschauer. Das ist sehr Origin-mäßig, aber unterhaltsam.
Es ist aber auch nie langweilig. Das heißt also, wenn du, wie sage ich denn das jetzt, klassische Origins, wenn wir jetzt halt zum Beispiel Batman und Superman nehmen, die jetzt auch wirklich 80 Jahre alt sind und zu einer anderen Zeit entstanden sind und so weiter und so weiter. Und das hier ist ja auch der Reboot. Das heißt vermutlich, dass die optimierte Fassung der Origin, die es vor vielen Jahren schon mal gab, die ich nicht kenne und die mich übrigens aufgrund der Lektüre dieser neuen Serien durchaus reizen würde. Aber gut, ich bleibe erstmal bei dem aktuellen Zeug. Also hier ist es so, dass alle drei Serien so aufgebaut sind, dass du relativ straight durch die Origin gehst. Wer ist die Figur? Wie kommen die zu ihren Kräften? Was erleben die? Womit beginnt die Serie? Und was ist jetzt der Plan für die folgenden Ausgaben? Das geht relativ fix. Insofern sind 4 bzw. 5 Ausgaben pro Trade eigentlich gar nicht schlecht. Aber es gibt immer wieder die Situation, dass Sachen eingeblendet werden, Charaktere vorgestellt werden oder irgendwelche Zeiträume übersprungen werden, in denen echt ganz schön viel passiert sein kann. Also wir haben eigentlich eine gute Grundlage, um hier weitere Spin-offs zu erstellen, um vielleicht noch Miniserien zu machen, wo man Zeiträume beleuchtet, die man jetzt aus aktueller Perspektive noch nicht so gut kennt. Das ist echt faszinierend und darauf kann man sich freuen. Ich würde fast schon erwarten, dass mir hier jetzt bei Archer und Armstrong irgendwann nochmal ein bisschen was gezeigt wird von der Ausbildungszeit von Obadiah zum Beispiel. Oder dass ich sehe, was zum Beispiel genau mit dem Armstrong eigentlich los war. Zwischenzeitlich gibt es hier nämlich noch eine ältere Nonne, die wohl irgendwann auch mal jünger war und Armstrong da auch schon kannte. Die scheinen gemeinsam irgendwelche Abenteuer erlebt zu haben. Und was genau das war, könnte man echt erzählen, das würde mich auch echt ein Stück weit interessieren und ich wäre nicht überrascht, wenn es zwischen denen so ein bisschen gefunkt hat und so. Jo, da bin ich gespannt. Die Zeichnung selbst, die gefallen mir gut. Die gefallen mir auch nochmal ein ganzes Stück besser als bei XO Manowar. Das ist einfach noch ein Stück weit hochwertiger, die Gesichter sind besser ausgearbeitet. Die Hintergründe sind auch hier wieder relativ flächig, also das verstehe ich nicht so ganz, warum man sowas macht. Gut, es spielt viel Indoor, ja, also da kann ich eine kahle, einfache Wand verzeihen, aber ja, na gut, es sind einfach Flächen, ja, das ist halt jetzt auch nicht unbedingt so das Spannendste, was ich mir angucke, aber ich bin durchaus bereit, das in meiner großzügigen Art und Weise zu verzeihen. Jo, das ist sehr hübsch und später wird Clayton Henry noch durch Perry Perez unterstützt. Ich weiß nicht genau, wer da jetzt welche Anteile trägt, aber das Ganze ist schon wirklich anschaulich. Auch hier nochmal kurz zum Bonusmaterial, da sind hinten die ganzen Cover wieder mit dabei, da sind so schwarz-weiß Zeichnungen, also quasi ungeinkte Originalseiten, da sind Skizzen von Charakterentwürfen mit dabei, das ist schon ganz nett und ist für mich auch so ein bisschen eine Entschuldigung für den Preis, denn wir zahlen hier 15 Euro für 4 Issues, allerdings sind die glaube ich ein bisschen dicker als das bei den Kollegen im Spandex der Fall ist, denn so vom reinen Umfang her, was ich so in der Hand halte, ich kenne nicht die genaue Seitenzahl, aber das wirkt auf keinen Fall dünner als die, ja, 5 oder gar 6 Issue-Sachen bei den Superhelden, die man sonst so kennt. Insofern sind 15 Euro völlig in Ordnung. Und wie gesagt, das Bonusmaterial ist schon auch echt ganz cool. Hinten dran gibt es noch eine Leseprobe für XO Manowar, auch mal eben dann hier in gedruckter Fassung, also nicht nur online. Vielleicht ist gerade, wenn ihr so ein bisschen auf die lustigeren Sachen steht und ihr vielleicht einen spannenden ersten Einstieg wollt, deshalb Archer und Armstrong von den drei Serien hier vielleicht die, die am ehesten für einen Einstieg geeignet ist, weil sie eben hinten noch diese Leseprobe hat, wo man dann auch bei XO Manowar noch mit reingucken kann und ihr zumindest mal seht, in welche Richtung sich XO Manowar so entwickelt. Auch diese Serie kann ich mir durchaus als TV-Serie vorstellen, werde auch hier beim zweiten Band bleiben und bin schon ganz gespannt, was mich da erwartet. Der kommt wohl auch im Sommer und trägt dann den Titel Der Zorn des Eternal Warriors. Klingt schon mal mega episch. Ja, also gut, gut. Das also hier jetzt zur Serie Archer und Armstrong, die von den dreien auf Platz 2 gelandet ist. Und nun kommen wir zu meinem ersten Platz von den dreien. Die Serie, die sich aus meiner Sicht am ehesten lohnt zu kaufen, die mich am meisten gefesselt hat, weil ich sie irgendwie am spannendsten fand, weil ich da finde, dass eine sehr gute Mischung vorliegt aus Mystery, aus Spaß, aus Action, aus irgendwie, ja, weiß nicht, so Entertainment einfach, nämlich Harbinger oder Harbinger, wahrscheinlich eher Harbinger. Harbinger wird geschrieben von Joshua Dysart. Weißt du Bescheid? Und der erste Trade trägt den Titel Aufstieg des Omega. Dysart hat schon eine ganze Menge Sachen gemacht. Wenn man auf der Wikipedia-Seite mal guckt, findet man unter anderem natürlich seine Tätigkeit eben für Harbinger, aber hat auch bei
BPRD was mitgemacht, hier eben bei Dark Horse, ne, also quasi aus diesem Hellboy-Universum, hat vorher für Swamp Thing schon was gemacht und ja auch eine Handvoll weitere Sachen. Ich muss sagen, ich kenne davon nicht viel, unter anderem wohl noch Unknown Soldier steht hier auf der Rückseite des Bandes, damit ihr das Ganze mal ein bisschen einordnen könnt. Für das Artwork sind zwei Leute zuständig, unter anderem Carrie Evans, der hätte wohl schon Carbon Grey gemacht, was mir jetzt nicht sagt, aber er hat wohl auch schon verschiedene Ausgaben der aktuellen Harley Quinn Serie gezeichnet. Jo, wisst ihr Bescheid. Und dann gibt's noch einen dritten, nämlich Louis LaRosa. Zu dem finde ich gar nichts, außer den Ausdruck auf der Rückseite. Der hat wohl bei Punisher Max schon was gemacht. Welchen Anteil er und was jetzt wie trägt, keine Ahnung. Da würde ich jetzt wohl nur spekulieren. Ich fand's hübsch. Zumindest meistens nie herausragend, aber immer irgendwie hübsch genug. Ne? Das kann man an der Stelle mal so direkt formulieren. Worum geht's in Harbinger? Also, es geht dem Grunde nach um Peter Stanchek. Peter Stanchek ist ein Teenager mit Superkräften. Der junge Mann ist scheinbar auf der Flucht, denn er wird von einer ihm unbekannten Organisation gejagt. Ja, und warum wird er gejagt? Weil er ein mega krasser Typ ist. Er kann, das sieht man unter anderem ganz vorn auf dem Cover schon, die Gedanken der Leute um sich herum hören. Ja, also er kann quasi Gedanken lesen. Er kann anscheinend irgendwie Energie manifestieren und die so von sich wegschleudern. Er kann Sachen ranziehen. Er kann, also quasi so Telekinese, ne, das ist so sein Ding. Der kann, glaube ich, fliegen. Ja genau, fliegen kann er auf jeden Fall auch. Und ist halt irgendwie total krass. Mit diesen Fähigkeiten ist er schon geboren. Damit ist er einer von wenigen. Denn in der Welt von Valiant, in diesem Universum, kann man die Menschen in drei Kategorien einteilen. In die quasi Normalos. Ich glaube, die werden die Nons genannt. Das sind einfach Menschen wie ihr und wir, die so gar nichts können, außer leben und sterben. Dann gibt es noch die Gruppe an Menschen, in denen eine Fähigkeit schlummert, die aber noch nicht herausgekommen ist. Und dann gibt es noch die Gruppe an Menschen, die eben Fähigkeiten hat. Diese Fähigkeiten sind ganz unterschiedlich und Peter Stanchek, unser Protagonist, scheint hier so mit einer der krassesten, wenn nicht gar der krasseste zu sein. Unter anderem auch, weil er mit seinen Fähigkeiten geboren worden ist. Das heißt also, es gab hier keinen auslösenden Moment oder kein Experiment oder keine Ahnung. Die mussten nicht aktiviert werden, heißt es hier. Er ist bereits von Anfang an mit diesen Fähigkeiten quasi gesegnet. Ob das aber wirklich ein Segen ist oder nicht, als kleiner Junge, als Kind schon Kräfte zu haben, sich da manchmal natürlich auch nicht eine Kontrolle zu haben und mit diesen Kräften auch ganz schöne Scheiße zu bauen, das könnt ihr euch jetzt selbst überlegen. Er verkraftet das nicht so gut und flüchtet jetzt eben, klaut dazu auch Medikamente, um dann eben so seinen Schmerz und diese ganzen Einflüsse so ein bisschen auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Er ist dabei mit einem guten Kumpel unterwegs. Ich glaube, der gute Kumpel trägt den Namen Joe, war es, glaube ich. Und Joe ist eben Borderliner. Joe hat anscheinend auch einige Probleme, mit denen er kämpfen muss. Ich glaube, Drogen sind auch nichts ihm Unbekanntes. Und die schlagen sich so gemeinsam durchs Leben. Letztlich sind sie die einzigen beiden Menschen, die einander noch was bedeuten. Und ja, sie tun eben, was sie können. Auf ihrer Flucht kommen sie in der Heimat von Peter vorbei. Da gibt es dann unter anderem noch ein Mädchen, die Chris. Die kennt er noch aus Kindertagen. Und dann, wer hätte es geahnt, werden sie irgendwann von dieser Organisation gefunden. Es kommt zum großen Aufeinandertreffen zur quasi großen Schlacht und weil Peter so mega krass ist, ist der Ausgang dieser Schlacht jetzt auch keine Überraschung und dabei wird er entdeckt und zwar wird er entdeckt von einer geheimen Organisation, nicht von irgendeiner Organisation, sondern von einer Organisation der Harbinger, die wiederum wird geleitet von einem Mr. Harada. Und so viel habe ich jetzt hier in meiner Recherche schon rausbekommen. Dieser Mr. Harada ist sowas wie ein Superbösewicht im Valiant-Universum. Der hat nämlich ähnliche Kräfte wie Peter Stanchek und ist der Leiter einer riesen internationalen, weltumspannenden Firma, die unter anderem auch eine Schule für Begabte hat. Da werden also Leute quasi ausgebildet, die ähnlich drauf sind wie Peter, aber nicht ganz so krass wie er. Also es gibt wohl Leute, die haben wohl alle so ein Zehntel seiner Kräfte. Das, was ich so aus diesem Comic entnommen habe. Und das ist auch ungefähr das Setting.
Ich will an der Stelle jetzt schon mal andeuten, dass vielleicht nicht so ist, wie es scheint, dass die Guten nicht immer die Guten sind und die Bösen vielleicht nicht immer die Bösen, dass das eben auch einfach Menschen gibt, die in gewissen Grauzonen agieren. Und ich finde es insofern spannend, weil hier eine ganze Menge Erwachsene einfach Sachen dabei sind, die in anderen Comicreihen einfacher gelöst worden wären. Es gibt unter anderem noch eine weitere Figur, die auch schon mit ihren Fähigkeiten geboren worden ist. Da erwarte ich vieles von. Der Peter missbraucht seine Kräfte natürlich auch mal, bringt Menschen dazu, Dinge zu tun, die das eigentlich nicht wollten. Das bereut er vielleicht auch, aber letztlich ist es eine Art von Missbrauch und das ist einfach mal interessant zu sehen, weil das letztlich dafür sorgt, dass wir jetzt nicht nur Sympathien mit Peter haben. An der Stelle übrigens auch mal erwähnt, dass Peter immer irgendwie ein bisschen unterschiedlich dargestellt ist. Also vor allem der Unterschied zwischen den Covern und der Darstellung im Comic ist enorm. Ich finde, das sind rein optisch völlig unterschiedliche Figuren, was unter anderem auch an der komplett anderen Haarfarbe liegt. Da scheint irgendwas in der Absprache mächtig schiefgegangen zu sein. Aber gut, passiert. Also er ist halt einfach im Comic schwarzhaarig, hat teilweise so ein bisschen vielleicht sogar asiatische Aspekte. Und auf den Covern ist er ein rothaariger Europäer oder kaukasisch, sagt man da, glaube ich. Also ich weiß nicht so genau, da ist irgendwas nicht so ganz sauber ausgegangen. Nun gut, und die Serie hat ganz viele weitere Aspekte. Unter anderem gibt es ein ganz großes Thema, nämlich den blutenden Mönch. Da jetzt nicht so viel zu verraten, aber der Typ blutet ständig, durchgängig, konsequent, ist eine mystische Figur, auch mehrere hundert Jahre alt und scheint so ein bisschen Figur im Hintergrund zu sein. Zu der Figur wissen wir noch gar nicht so viel, aber ich finde es echt irgendwie spannend, interessant und ich habe die Hoffnung, dass da zu einer halbwegs angemessenen Auflösung kommt. Dann haben wir natürlich an so einer Schule für Hochbegabte, hochbegabte Schüler und hochbegabte Lehrer, beziehungsweise einfach Leute mit Fähigkeiten. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit der Xavier-Schule bei den X-Men für eben Mutanten. Und hier ist es genauso. Die haben alle so ein bisschen telekinetische Fähigkeiten oder so Psycho-irgendwas-Kräfte, aber halt auf verschiedenste Art und Weisen. Der eine kann mehr so Elektroschüsse abgeben. Die nächsten können irgendwie Leute ruhig stellen. Dann gibt es eine, die kann mehr so Maschinen steuern mit ihren Fähigkeiten. Das ist ganz cool und auch relativ abwechslungsreich. Kurzum, die Serie macht Spaß. Es gibt viel Foreshadowing für diverse Themen, die ja alle spannend sein könnten. Wir lernen das komplette Setting, in dem alles spielt, durch die Augen von Peter kennen. Das heißt also, hier ist ein super Einstieg. Alles wirkt ein bisschen komisch und absurd und plötzlich haben alle super Fähigkeiten und das ist uns allen ja noch nicht so bekannt und so. Aber durch die Augen von Peter lernen wir das eben alles kennen und da ist das schon irgendwie auch ganz gut nachvollziehbar. Er hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen, ist aber auch nicht unbedingt der sympathischste Protagonist, den ich mir so ausdenken könnte. Und die Person, die er dann im Laufe des Comics für seine Feinde hält, also ich weiß nicht, die wirken jetzt nicht immer so, als wären die unbedingt nur böse. Das Artwork gefällt mir von allen drei Serien noch mit Abstand am besten. Da scheint mir einfach der größte Detailgrad drin zu stecken. Ich finde auch, was sich hier so ein bisschen entwickelt, wie es quasi mit Sidekicks aussieht, das ist ganz, eine ganz spannende Idee irgendwie. Da sei jetzt an der Stelle aber noch nicht zu viel verraten. Das ist cool. Ich finde alles, was so Richtung Rückblicke geht, ganz spannend. Also wir lernen natürlich ein bisschen auch was kennen über den Mr. Harada. Und ja, das ist natürlich so ein Ding, da wissen wir einfach ein bisschen was dann zu seinem Hintergrund. Das gefällt mir sehr gut. Also hier auch von mir für Harbinger auf jeden Fall eine Empfehlung. Das scheint eine Serie zu sein, aus der dann viele weitere Spin-offs wohl auch entstehen. Gerade diese Frau, die wohl Maschinen steuern kann, Livewire heißt die, da gibt es wohl was Eigenständiges. Zu diesem Mönch, den ich jetzt schon erwähnt hatte, gibt es wohl eine eigenständige Serie oder zumindest eine Miniserie. Da ist einiges noch im Kommen und ich bin gespannt, was da alles bei uns hier in Deutschland erscheinen wird, was der Schwerkraftverlag da so noch bringt und vor allem auch, wie erfolgreich das Ganze hier startet, denn machen wir uns nichts vor, der Schwerkraftverlag hat quasi keine relevante Werbung geschaltet und das halte ich für einen Riesenfehler. Wenn man mal googelt, findet man nahezu nichts. Klar, man findet die Seite vom Verlag, aber er hat weder in den bekannten Comicforen irgendwas gepostet, noch gibt es relevante Auftritte in den Social Media Accounts. Es gibt eine Handvoll Posts auf Twitter mit ja netten Bildern, aber auch da ist die Teilrate eher so überschaubar und das wundert mich, weil selbst wenn der
Imprint Action Kraft bzw. der Schwerkraft Verlag jetzt nicht so den Riesen-Impact mitbringt, sollte doch die Lizenz der Valiant Comics selbst für ordentlich Aufmerksamkeit sorgen. Und so ist es irgendwie so, dass ich aktuell nicht das Gefühl habe, als wäre das schon auf dem Schirm von vielen Comic-Fans da draußen. Ich habe die Hoffnung, dass sich das noch ein bisschen ändert, denn wir haben hier wirklich hochwertige Serien für ein erwachsenes Publikum. Ich denke, dass das hier auch entsprechend unterhaltsam auch werden wird. Ich habe Bock auf wirklich jeweils die zweiten Trades aller drei Serien, die ich hier gelesen habe. Ich habe entsprechend auch Bock, noch in die anderen Serien reinzugucken, die uns erwarten. Da ist unter anderem noch Bloodshot am Ende des Horizonts zu erwarten. Da gibt es noch irgend so was Funny-mäßiges, Woody and irgendwas, keine Ahnung. Das kommt noch auf uns zu und noch eine Menge weitere Sachen. Also es ist schon ein größeres Universum, das hier uns als Trade präsentiert wird und ich persönlich würde es gerne noch weiterlesen, denn meine DC-Comic-Abos habe ich aktuell alle gecancelt. Das langweilte mich einfach zusehends und wenn ich, keine Ahnung, in der Woche inzwischen zu gerade mal einem Comic komme, dann muss das schon irgendwas sein, was mich auch ein bisschen hinterm Ofen hervorlockt. Das war zuletzt unter anderem alles zu Black Hammer. Ich werde demnächst auch bei den Aftershock-Sachen nochmal genauer reinlesen. Da kenne ich nur Animosity. Das war ganz nett. Ich hype das jetzt nicht so wie viele andere. Ja, es gibt eben so sehr viel mehr Comics als die Jungs und Mädels im Spandex und deswegen denke ich, kann man hier auf jeden Fall auch mal einen Blick bei diesen Valiant Comics riskieren, gerade weil da eben jetzt auch die Serien oder Filme kommen, ich glaube es sind Serien, denke ich, ist es auf jeden Fall einen Blick wert. Ladies and Gentlemen, es war mir eine Riesenfreude, hier diesen Gastbeitrag für die Comic Cookies machen zu dürfen, im Schatten von legärer Legende stehen zu können. Ich war der Andi vom Telestammtisch und jo, bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Don't, 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 don't.